So, liebe Leute, guten Tag und herzlich willkommen wieder mal zu einer Folge EVE Online. Und ja, ich habe jetzt mich lieber auf den Weg zurück zur Station gemacht, weil ich die Quest vom letzten Mal nicht fertig bekommen habe. Oder beziehungsweise ich habe das nicht irgendwie hingekriegt, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege. Und ja, jetzt bin ich mal zurückgeflogen, habe meine letzten paar Missionen abgegeben, habe hier gleich mal neu angenommen. Hier bei dieser Quest ist es sogar cool, wir müssen nur ein Passagier retten und bekommen hier gleich ein neues Schiff. Ich klicke mal hier drauf. Atron, also anscheinend ist das ein neues Schiff. Und ja, ich hätte gesagt, wir holen sich das einfach mal und machen die Quest kurz. Und nebenbei fliegen wir dann nochmal woanders hin, also wir docken jetzt mal mindestens einmal ab. Und schauen gleich mal, dass wir da jetzt zu der nächsten Mission kommen, weil... dass wir die einen noch abgeben und diese Mission noch machen mit dem Frachtschiff. Außerdem wollte ich das jetzt noch machen, bevor die Mission wieder weg ist. Und da gibt es noch ungefähr 100.000 Münzen. Also Space Cash gibt es dann noch gratis dazu. Und diese Space Cash kann man nicht entgehen lassen. So. Nee. Wir müssen Vierer Kurs setzen. Kurs setzen. Wo ist denn der Scheiß jetzt? Rote. Okay, passt, perfekt. Ja, wir fliegen dort jetzt mal hin, geben die erste Mission jetzt noch ab, die ich noch übrig gehabt habe. Und... geht das? Warp? Perfekt. Gut, das heißt, wir fliegen jetzt einmal dorthin, geben die eine Mission noch ab, holen uns noch ein bisschen Space Cash ab und dann fliegen wir nochmal zurück und retten diesen Gefangenen da. Warte mal. Genau, den Zivilianster-Gegenstand, ja, wir müssen da so einen Zivilisten da einfach retten, der von Piraten da gefangen gehalten wird und. So, da müssen wir gleich mal her und andocken auch gleich. Ist ein Sprungtor. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir fliegen dann mal wieder ein bisschen weiter und dann habe ich nochmal... Details lesen. Genau, und das mit diesem blöden Gegenstand, den müssen wir kaufen. Ich krieg den sonst nirgendwo anders hin. Sobald sie in der Weltraum abgedockt haben, aktivieren sie ihre Sensorübersicht und suchen nach einem Anomalie-Trainingsgebiet. Das sind eine kosmische Anomalie, was bedeutet, dass sie einfach zu finden ist. Okay. Gut, das heißt, ich werde dieses Trainingsgebiet doch mal vielleicht aufsuchen, weil finde ich es doch, vielleicht bin ich einfach nur blöd. Warten sie sie an, ich werde ihn weiter anweisen. Okay, warte mal. Sind auf jeden Fall schon mal da. Puh. Ja, das ist ein... Boah, Alter, ist das ein geiles Schiff? Das ist mal ein geiles Schiff. Also hier gibt's echt geile Schiffe. Yo. Leute, ich bin noch ein bisschen am gucken. Ich geh mir Nüsse aus. Wir sind auf jeden Fall mal an der Raumstation, wo wir hingehören. So. Danke, Annäherung an die Space Station. So, komm schon. Andocken. Nein. Nicht angucken. Andocken. Andocken. Wie sehe ich bitte wieder mein Schiff? Hallo? Oh, danke. 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 Wie geil. Neue Mission. Loyalitätspunkte. Alter, da gibt es so viel. Fracht. Die folgenden Ziele müssen erreicht werden, um die Mission zu erfüllen.
Ich nehme das mal an, aber diese 24.000 Ding kacke ich mal drauf. Mission abschließen. Wir haben fast die Million, wir können sich das fast ersteigern, schon was ich möchte. Mission erfragen. Ich krieg noch mal ein Schiff. Die folgenden Ziele. Wie viel Geld kriegt. Bonus für 6 Stunden. Die folgenden Ziele müssen erreicht werden, um die Mission zu erfüllen. Okay, das heißt, die Mission lasse ich jetzt liegen. So, wir docken jetzt ab, machen noch kurz die andere Mission holen, weil mehr geht sich dann sowieso in der Folge schon nicht mehr aus. Okay, das ist dann anscheinend das Bergbauschiff, was wir da kriegen. Oder irgendwie. Oder ein Frachtschiff. Das heißt, da können wir dann mehr die Frachtmission machen, weil es hat jetzt mehr wie ein Frachtschiff ausgesehen. Kurs setzen, dann, genau, wir müssen da jetzt hinwarben, weil wir brauchen für Kapsel, das ist dieser Typ, ja, den wir retten müssen für das Schiff. Alles klar, so ein neues Unternehmen, das, Details lesen, was wir, genau, das habe ich mal angenommen mit diesen Loyalitätspunkten, die sind doch sicher sehr wichtig, Infoanzeigen. Loyalitätspunkte werden Kapselpiloten für den erfolgreichen Abschluss von Missionen für eine Kooperation vergeben und können für besondere Gegenstände dieser Kooperation eingelöst werden. Um ihre derzeitigen Punkte da stand abzurufen, öffnen Sie Ihr Logbuch und klicken Sie auf Loyalitätspunkte Reiter. Um sie auszugeben, öffnen Sie LP-Shop, um an beliebigen Stationen zu jeweiligen Kooperationen von welcher Sie Loyalitätspunkte besitzen. Okay, das heißt, das ist so die teure Wertung. Was hat der jetzt gesagt? Alter, ich hab's jetzt durchgelesen und jetzt bin ich zu blöd, mir das zu merken. LP-Shop. Ja, wo ist dieser LP-Shop? LP-Shop. Ah, okay, das, ja, okay, das ist das Store. Okay. Ja, hier gibt's anscheinend dann ein paar Schiffe. Und die sind dann, ja, okay. Ah. Hier kann man sich dann ein bisschen Geld investieren in größere, stärkere Schiffe. Und hier gibt's, Alter, hier gibt's ja richtig, hier gibt's richtig geile Schiffe eigentlich. Boah, hier darf ich eigentlich nicht so viel shoppen, weil ich bin dann hier schneller am Überlegen, mir irgendwie ein Schiff von denen zu kaufen. Aber gut. Gut, lassen wir's mal. Leute, ich möchte jetzt hier eigentlich noch immer. Hallo? Nö. Ja, ich weiß das schon. Kurs setzen, bitte. Ja, Autopilot. Jetzt geht's. Boah, es ist immer noch ein bisschen. Ja, du verdrückst dich einmal und da tut sich nichts und dann muss man hier doch gucken. Aber es ist immer gut, wenn du den Wegpunkt setzt und wenn es nicht von selbst hinfliegt und dann einfach auf Autopilot. Dann fliegt das direkt von selbst hin und. Dann ist das eigentlich doch ziemlich gemütlich, weil bis du dich da wirklich freihändig auskennst, bis du das Sternensystem in- und auswendig kennst, dauert sowieso noch bei mir eine Ewigkeit, das sage ich euch jetzt schon. Jetzt einfach zum Sprung da und dann wieder weg. So, eigentlich können wir jetzt dann nochmal hier kurz shoppen gehen. Ich möchte mir das jetzt echt kurz anschauen. Da gibt es ja noch so Skins. Okay, warte mal, Schiffskins. Ah, das sind nur Schiffskins. Okay, Schiffe kann man sich dann anscheinend nicht, oder? Na, sind nur die Skins, okay, das heißt, ich kann mir da jetzt nicht auch schon das stärkste Schiff oder so nur durch Geld kaufen und hier Pay for Win machen. Nein, das geht hier gerade nicht, hier kann ich mir nur Skins kaufen. Das ist schon mal was, okay, für Skins, das ist schon mal was, so. Für Pay to Win muss ich mir dann, wenn, dann schon kaufen, hier dieses Premium, was da war für Schiffe und das hier auch, warte mal. Schiffsbaum. Genau, und dann hier das auch erst nur so weiter mit den Schiffen. Eins nach dem anderen. Ist hier mal so einen fetten Frachter, Sprungfrachter. Okay, warte mal, hier gibt es ja Trägerschiffe. Genau. Geschätzter Preis 1 Milliarde. Uiuiui, bist du wahnsinnig. So. Schiff simulieren. Ja, da geht aber auf jeden Fall mehr rein. Da geht auf jeden Fall mal mehr rein. Das ist eins von diesen riesigen Schiffen, was wir jetzt letztes Mal zerstört haben. Also, da geht 500% auf Panzerplatten und spielst du wahnsinnig. Alter, das sind dann fette Schiffe. Ja, da können wir mal ein bisschen sparen, bis wir sich da was leisten können. Oi, 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 oi. Strategischer Kreuzer. Ich würde eher mal so auf einen Kreuzer hin.
Angriffsschiffe. Nein, so ein Kreuzer wäre schon. Der Kreuzer schaut schon geil aus. Also da gibt's Sachen, das ist unvorstellbar. Der Baum, kann man den zumachen? Perfekt. Das machen. Das kann man sich. Ja, das kann. Ja, schau mal. Ah, was? Wo sind wir? Passt, wir sind noch immer nicht da, deswegen warten wir uns gleich zur Position hin. Also wegen den Schiffen, wie gesagt, wir müssen noch immer klein anfangen. Wir haben hier noch doch noch kleinere Missionen vor uns. Aber ich versuche so gut wie es geht voranzukommen. Das wird natürlich jetzt alles zeitaufwendig werden, bis wir mal wirklich ein fettes Schiff hätten. Aber ja, es geht voran. Und bis wir da drin sind, haben wir dann sowieso schon gute Schiffe. Wir bekommen jetzt eh schon, durch die Quest bekommen wir schon Schiffe jetzt. Also ich bin dann schon mal gespannt, was wir wieder dazu kriegen. Und dann schauen wir uns noch das an. Ich muss ja mal in dieses Handelssystem reinkommen. Mit den, diesen Lasern und diesem Bergbau und, und. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht diese Frachtdinger da töten, oder? Jupp, dort sind die. Annähern. Dann heißt das wieder, warte mal, geht das? Ah, das soll doch jetzt gehen eigentlich. Ziel auf. Ah, ich muss. Okay, ja, 44 Kilometer ist ein bisschen weit weg. So, wir gehen da einfach mal auf Schubdüsen. Genau wie ich mir das letzte Mal noch angeguckt habe, hier mit dieser Reparatur, da muss ich mir ja auch irgendwas anschauen. Hier 27 AP pro 23 Sekunden. Das heißt, das muss ich mir auch mal anschauen, wie das noch funktioniert. Also dieses Handelssystem, Kaufsystem und und. Geht das auch schneller auch? Wenn wir noch rot haben, sollte das eigentlich schneller gehen, oder? Ein Doppelklick. Höchstgeschwindigkeit E. 551. Nein, 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 wir bleiben drauf, wir bleiben drauf, wir bleiben drauf. Wenn ich nochmal drauf drücke, hört es wieder auf. So, Ziel aufschalten. Und dann Angriff. Und dann dieses Ziel aufschalten schon nebenbei, das haben wir schon gelernt. So, den tun wir hier umkreisen. Oder wir bleiben hier einfach stehen. Der hat genau das gleiche Schiff wie ich. Richtig in der Lappen, Alter. Komm schon. Nichts drin in den Frachtraum, Alter. Komm. Und auf den müssen wir auch noch gehen. Da bewege ich mich jetzt aber nicht viel. Für den Typen. Also das muss jetzt hinhauen, ja? Also ganz ehrlich. Aber wir beschießen uns da eh schön, aber es wäre halt doch annähernd. Oder wenn ich wenigstens auf Verfolgen gingen würde. Du sollst drauf schießen. Perfekt. Ein Schuss noch, ein Schuss noch. Na, noch ein Schuss sogar. Perfekt. Oh, so gibt es sogar nochmal so ein Schubding. Passt, hier ist der nächste. Also, boah, das mit dem Anklicken ist doch noch ein bisschen so. Ziel aufschalten und dann Laser drauf und dann einfach nur drauf schießen. Und dann kann man hier noch rechtsklick. Nochmal, Alter, mach rechtsklick, Alter! Hallo! Dann bleiben wir einfach stehen. Verfolgen, wäre halt einfacher. Oder er stirbt jetzt sowieso. Ja, wir bleiben mal wieder schief stehen, sonst kriegt das nicht geklickt. Aber hier seht ihr Fracht. Frachtraum öffnen! Alter, es ist nichts drin. Ich brauche diesen blöden Zivilisten. Aber es kommen eh noch ein paar Piraten. Wir sind auf jeden Fall hier richtig. Wir haben uns hierher beamen lassen. Wir sind hier angenähert. Also, wir sind auf jeden Fall richtig. Aber ich bin trotzdem noch skeptisch, gerade, dass wir wirklich überhaupt richtig sind. Aber es haut schon hin. So, das heißt, wir beschießen jetzt einfach mal wieder das nächste Schiff. Reißen den Piraten den Arsch aus in der Hoffnung, dass die einfach mal meinen blöden Soldaten da drin haben, den ich für die Quest brauche. Und dann, ja, passt perfekt so. Boah, da ist ja auch wieder nichts drin. Bitte schieß drauf. Jawohl. Oh, komm, bitte, ich brauche einfach meinen blöden Schiffsmann.
Also wenn ich das Schiff jetzt dann bekomme, das wäre so geil. Ich will das Schiff haben. Dann kann ich mir das beim nächsten Mal ausrüsten, dann haben wir schon wieder beim nächsten Mal wieder ein neues Schiff. Da ist jetzt dieser Container dabei. Jawohl. Alles erbeuten. Und da haben wir nochmal ein Reparaturding drin. Nein, es findet sich eh alles auf dem Weg so. Gut, das ist das mit der Fracht. Das wollen wir jetzt nicht. Der Kapselpilot andocken. So, wir fliegen jetzt schon zurück zur Station, liebe Leute. Das heißt, wir holen sich jetzt an unser neues Schiff. Wir haben in unserem Inventar sowieso wieder ein paar Gegenstände. Hier. Benötige Skillbücher. Okay, ist das besser? Small. So, lese. Was ist das? Alles kaufen? Alles, puh, 55.000. Okay, eigentlich sind das nur 55.000. Ich kaufe das jetzt einmal in der Hoffnung, dass ich weiß, wie das funktioniert. Okay, ich habe das jetzt mal gekauft. Wir gucken sich das dann noch an. Was ist hier mit dieser Schubdüse? Okay, jetzt muss ich mir dann nochmal den Hangar anschauen. Ah, wir sind schon zurück. Okay, perfekt. Erbeten. Erlaubt. Erteilt. Okay, danke. So. Bam, Militär. Ich glaube, das war's, oder? Jawohl. Mission abschließen. 1 Million hätten wir auch. So, und das heißt, wir haben jetzt unser neues Schiff. Inventar. Genau, warte mal. Wir können jetzt hier mal... Da. Wo ist das jetzt? Ich möchte doch nur alles rausnehmen. Okay, egal. Wir verlassen das Schiff. Dann wollen wir hier... wie war das nochmal? Alle Module ausbauen, ja. Genau, dann wollen wir das Schiff zusammenbauen. Aktivieren. Da haben wir schon ein neues Schiff. Und dann Module. Aha. Boah. Jetzt hau ich mir hier gleich mal mein blödes Schnürchen hier ins Gesicht. Wie war das dann nochmal? Marketers, Frachtraum öffnen. Ich würde gerne nochmal in dieses Schiff jetzt was... Wie habe ich denn letztes Mal dann noch was eingebaut? Inhalte, Alter, wie habe ich denn echt was... Alles auswählen, auswählen, unkern, sortieren nach, alles stapeln. Wie war denn das jetzt echt, wenn ich mir das beim Schiff noch angeschaut? Wie war denn das jetzt echt, Leute, beim letzten Mal, Alter? Wie habe ich denn da letztes Mal wieder was eingebaut? Oh, wie war denn das nochmal schnell? Ach nö, komm. Vergleich, nein, alles auswählen. Egal. Okay, liebe Leute, das war's jetzt mal für diese Folge. Ich werde mein Schiff wieder einbauen. Das heißt, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal reingehauen. Wieder schön, das war's mit EVE Online und ciao.